Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnauticore. Wir haben noch einiges zu bauen, bevor es jetzt wirklich, wirklich weitergeht. Das heißt, stand by, Freunde. Please stand by. Wir werden hier in Kürze weiterfahren. Wir müssen erst die Schienen freiräumen, denn da sind noch ein paar Laubblätter. Gib mir Salz! Salz 60%. Oh, Gottes Willen. Also kommen wir nicht voran. Na ja, gut. Wir haben ja zum Glück noch viel, viel, viel zu tun. Das heißt, wir können warten, bis das Salz fertig ist. Wir brauchen aber eine Menge, Menge Salz. Ah. So, ich würde nämlich gerne den Medikit hier fertig machen. Dafür brauchen wir einen Computerchip. Und Fasergewebe. Ja gut, das Fasergewebe haben wir zum Glück jetzt. So. Ah, ich habe noch eine Schlingpflanzenblume. Brauchte ich nur einen? Cool. So, dann brauchen wir Computerchip, ne? Hm. Ja, gut. So. Viel habe ich auf jeden Fall davon nicht mehr. Oh, Tischkorallenprobe. Ich habe das falsche mitgenommen. Davon habe ich zum Glück noch genug. So. Silbererz. Und Titan. Ich weiß, ich heile mich auch. Ah, das ist Silikongummi. Oh, ich brauche Fasergewebe. Ist natürlich was anderes. Aber zum Glück habe ich auch daran gedacht, ne? Also ist ja nicht so, dass wir komplett am Arsch sind. Ich habe zum Glück an alles gedacht. Oh, endlich mal Glück. So. Yeah. Ach so, ist noch gar nicht fertig. Oh, der hält auch nicht mehr viel Energie. Gottes Willen. Ja gut. Dann nächster Schritt. Wir nehmen unseren Herbert. Hallo. Und werden mit ihm da reingehen. So. Sprungtriebwerk, das hier wollte ich machen, ne? Was habe ich hier noch? Wurfhaken, Bohrerarm, Torpedoarm. Wärmereaktor lädt Energiezellen in heißen Umgebungen. Auch nicht schlecht. Kristalliner Schwabababat. Ja, dafür müsste ich sowas erstmal scannen, ne? Ich glaube nicht, dass ich sowas habe. Gib mir Salz! Ein Salz, ach Gott. Oh, das dauert ewig. Aber besser als gar nicht, sagen wir es mal so. Kristalliner Schwefel. Ich glaube, dass wir den auch unten finden werden, aber da kommen wir halt so schnell nicht hin. Naja. Sag bloß, ich brauche zwei Salz dafür. Nee, alles gut. Verwirrt. Salzsäure. Polyanilin. So. Damit hätten wir Schritt Nummer 1. Der Schildgenerator. So.
Sehr schön. Ah, viel Energie haben wir auf jeden Fall nicht mehr. Es geht langsam leer. Ja, weißt du was dann? Was habe ich denn jetzt gemacht? Wir nehmen die zwei erstmal mit. Und solange wir halt hier sind, ganz ehrlich, können wir auch die Batterien aufladen. So, wir haben noch einen Kabelsatz. Wofür war der eigentlich nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Ah, Salz 35%. Weißt du, jetzt ist Wasser das, was wir nicht brauchen, und Salz das, was wir brauchen. Ey. Kristalliner Schwefel, also könnte ich mir auch hier vorstellen. Könnten natürlich auch mit Herbert hier rumlaufen und. Oh. Und ein paar Sachen einsammeln. Solange wir warten. So. Nehmen wir hier das Ding mal raus. Nehmen wir hier das Ding mal raus. Packen hier die etwas vollere rein. Und die laden wir auf. Okay. Was gibt's denn noch so Schönes? Wir haben ja mehr als genug Platz, ne? Na gut, wenigstens haben wir uns das gespart. Wir könnten noch Feuerlöschanlage, aber dafür brauchen wir kristalliner Schwefel. Zweimal Polyanilin. Das heißt, wir brauchen zwei Salz. Was wir machen können, ist auch. Was war das denn jetzt? Pilze sammeln. Na komm, sammeln wir erstmal Pilze. Solange wir auf unser Salz warten müssen. Da wir ja sowieso nicht mehr hier runterkommen. Höchstwahrscheinlich. Ist ganz praktisch, wenn wir ein bisschen mehr davon haben. Dann sollten wir auch noch ein paar Tischkorallen proben. Das sind ja die blauen, die grünen Dinger da hinten. Die können wir einsammeln. Ein paar Ressourcen mal einsammeln. Achso. So viel dazu. Dann nehmen wir dich noch mal hier raus, packen dich hier rein. Okay, da sind die Tischkrallenproben da. Und dann sammeln wir davon noch ein paar. Wer weiß, ob wir das noch gebrauchen können, wenn wir mehrere Basen wahrscheinlich noch aufbauen müssen. Komm mal hier, Kleiner. Lass dich mal essen. Reginald. Komischer Name. Aber ich find's cool, dass wir hier unten jetzt eine Basis haben. Das, weiß nicht, das macht's hier nicht mehr so bedrohlich. Vorher war das hier ziemlich bedrohlich, weil ich natürlich dann immer hin und her laufen muss, wenn ich sterbe, aber so kann man sich hier mal in Ruhe umsehen. Ein bisschen Zeug sammeln.
Oh, die ist heiß. Sauerstoff haben wir ohne Ende. Wir haben eigentlich keine Probleme mehr. Das ist das Beste daran. Außer die Hitze. Wie viel haben wir jetzt? Da geht noch ein bisschen was. Da geht noch was. Haben wir hier vielleicht irgendwo kristallines Schwefel? Wenn ich wenigstens wüsste, wo man das findet. Ist das da Kyanid? Nee, ich dachte schon. Das wäre es gewesen. Oh, Sauerstoff. Ich hoffe, ich schaffe das noch rechtzeitig zurück. Das wird knapp, Leute. Das wird knapp. Thema, wir sind jetzt in Sicherheit. Müssten wir schaffen. Falls uns jetzt die Batterie ausgeht. 40%, alles gut. Uiuiui. Das war ein langer Weg. So, Tischkorallenprobe ein bisschen aufgestockt. Sehr schön. Und dann geht Bertha kaputt und alles, was wir jetzt gemacht haben, war natürlich umsonst. Oh, das Medikit ist gleich fertig, sehr schön. Okay. Ich weiß nicht, ich möchte irgendwas bauen, irgendwas Sinnvolles. Das würde ich gerne bauen, aber es geht nicht. Jetzt zum Club, so nah. Wieso nicht? Kann man ja machen. Vielleicht hilft uns das ja auch. Was war das denn? Achso. Vielleicht können wir auch Ressourcen suchen damit. Das wäre es doch. Wir brauchen einen Computerchip. Dafür brauchen wir Gold, Kupfer und die Tischkorallenprobe. Und dreimal Magnetit. Ich habe keinen Magnetit. Einmal habe ich. Hey, wir können etwas suchen. Wir können wenigstens ein bisschen Zeit verbrauchen. Wie sieht's hier aus? Seid ihr aufgeladen? Ja, ihr seid aufgeladen. Wie sieht's mit dem Salz aus? Ja, fehlt noch einmal Salz. Haben wir direkt schon mal ein Magnetit gefunden. Ich hoffe, hier ist mehr als ein Magnetit. Ich weiß, dass da ein Magnetit ist. Das ist ja gar kein Problem. Kriegen ein bisschen Damage, dann ist gut. Aber ich hoffe, dass da noch einer in der Nähe ist. Ach, plötzlich ist das nicht mehr giftig hier unten? Hä? Verstehe ich nicht. Wieso bekomme ich jetzt keinen Schaden? Das ist seltsam.
ist das? Lithium. Ich verstehe nicht, warum wir jetzt keinen Schaden bekommen. Ich dachte, wir haben Schaden bekommen, aber hier unten. Naja, ich nutze die Gelegenheit und sammle mal alles hier ein, was hier ist. Wenn das Spiel gerade entscheidet, dass wir keinen Schaden bekommen. So, kann man ja alles später noch gebrauchen. Vor allem das Nickelerz werden wir wahrscheinlich gebrauchen können. Und schon sind wir voll. Wir werden hier auf jeden Fall alles Magnetit einsammeln. Das ist, glaube ich, wichtig für spätere Sachen. Ja, viel ist ja nicht mehr da. Oh Gott. Ein bisschen spärlich, muss ich sagen. So, ich wollte die hier erstmal hier ablegen, dann wollte ich, was wollte ich bauen eigentlich? Hier irgendwas, ne? Ja, Zyklopsonar. Oh, die Energiequellen hier wieder rein. Was geht mit euch ab? Haut ab! Meins. So, was ist jetzt mit diesem Sonarzeug? Interessant. Aber was bringt mir das jetzt? Das ist der Schild? Okay, ich sehe schon, die Energie wird zu schnell verbraucht. Und die Kamera ist ja gut. Nein. Ich will aussteigen. Täuschkörper können wir noch herstellen, ne? Jetzt hau doch mal ab! Der nervt mich schon die ganze Zeit. Oh, das ist leicht. Ein bisschen Titan. So, jetzt haben wir den Täuschkörper. Der kann hier rein. Oh, drei Stück direkt. Okay. So. Weiß nicht, will den jetzt noch nicht einsetzen. Nur wenn wir es brauchen. Oh gut, dann haben wir die Täuschkörper jetzt auch. Okay. Wir haben jetzt, ja komm, wir gucken mal nach Salz. Wir brauchen sowieso zwei Salz, bis wir weitermachen können. Welcome aboard, Captain. Noch ein Salz mehr, okay. Stimmt, wir wollten, wenn wir im Bertha drin sind, ja, eigentlich nochmal auf mein Handy gucken. So, du kommst erstmal mit.
Und dann gucke ich mal auf meine Bilder. Ich hoffe einfach, dass ich da noch ein Bild drin habe von dem, was wir derzeit bauen. Neptun Hauptantrieb. Nickelerz, Aerogel. Ja gut, das ist ja easy. Aber wenn wir Aerogel brauchen, dann sollten wir definitiv noch ein bisschen was von dem anderen Zeug mitnehmen. Aber erstmal. Wir haben wieder zu viel Zeug, Leute. So, nehmen wir das Kristall hier mal raus. Das war, glaube ich, woanders drin. Ich habe hier 3 Salz drin. Drei Salz drin. Oh, ich bin so blöd, alter Schwede. Okay. Hat sich gerade alles erledigt. Jetzt dreht er sich mit der normalen Geschwindigkeit. Jetzt ist gut. Achso, weil ich es ja runtergestellt habe, klar. Zweimal Polyanilin. Und den Kabelsatz habe ich natürlich verbraucht, das heißt, ich muss einen neuen machen. Aber Kabel setzt man ja recht einfach. Also hatte ich doch Salz am Start. Kyanit, okay. Oh, jetzt ist Kyanit abgelagert. Hier unten, ne? Bestimmt. Okay. Das heißt, ich kann jetzt auf ewig hier unten bleiben. Wenn wir jetzt das Licht ausmachen. Na, vielleicht ist es einfach nicht warm genug hier. Vielleicht muss ich einfach noch weiter runter. 770. Ein bisschen enttäuschend. Wandelt Wärmeenergie aus der Umgebung zum um in elektrischen Strom für die Zyklopen. Ja, wir haben auf jeden Fall noch einen Platz frei. Ich meine, so wild ist das Ganze ja nicht. Wir haben noch einen Platz frei und das wahrscheinlich für die Feuerlöschanlage, ne? Ja, mehr brauchen wir nicht. Mehr brauchen wir nicht. So, und das haben wir auch hergestellt, ne? Ja gut, dann können wir eigentlich weiter. Oder wollte ich doch irgendwas Wichtiges? Ich wollte für den was herstellen, aber dafür brauchen wir dieses Schwefelzeug. Vielleicht sollten wir das noch machen. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ach, weißt du was? Komm. Ich will jetzt weiter. Ich will jetzt weiter, Freunde. Also, es triggert mich, dass wir jetzt hier so lange rumhängen. Ich möchte mit dem Seedrachen abschließen. Kleine Kackbratze.
Ja, sauber. Mann, ich komm nicht mehr rein. Bertha, lass mich rein. Lass mich rein, Bertha. Ah ja. Sehr schön. Ja, wir hätten auf jeden Fall noch zwei Platz. Schubwerke und den anderen Scheiß. Im besten Falle. Haben wir jetzt hier neu. Keine Ahnung, irgendwas ist neu. Aufzeichnung, einheimische Lebensform. Ja, wir haben mal wieder ein bisschen was gemacht. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Den habe ich noch nicht gescannt gehabt. Okay. Und dann geht's zum Seedrachen. Enzymtragender Glubscher. Ein Glubscher wurde dabei beobachtet, wie er eine schwach fluoreszierende Leuchtspur hinter sich herzog und ungewöhnliche Verhaltensmuster zeigte. Er nähert sich aktiv anderen Tieren, einschließlich Räubern. Er ist Träger einer bakteriellen Infektion, jedoch ruht diese zurzeit. Sein Magen enthält ein unbekanntes Enzym fremden Ursprungs. Chemische Analyse des Enzyms. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit den Magenenzymen großer Räuber. Ein Kontakt mit dem Enzym scheint die Symptome der bakteriellen Infektion zu hemmen. Seine komplexe Struktur macht eine Synthese unmöglich. Beurteilung, weitere Untersuchung zur Herkunft des Enzyms empfohlen. Okay, zum Glück haben wir einen Fisch davon bei uns gelagert. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.